Die müssen auf jeden Fall hin, die drei. So, zack. Bam, bam. Und hier oben kommen dann... Nein, sag nicht, ich habe keine mehr davon. Das gibt's ja gar nicht. Da hatte ich welche, ich habe die nicht gesehen, ne? Mist. Oh, das wird schon wieder dunkel. Nee. Da kommt ein ganzer Block drunter. Und die kommen weg. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. So, das machen wir dann gleich wieder. Und hier kommen Blöcke rein. So. Und so, so haben wir es hier auch. Ne, nee, hier haben wir es nämlich anders. Hier mache ich es jetzt aber auch so. Warum ist denn hier Cobblestone? Muss der hier sein? Nö. Na, pass auf, da mache ich es hier nämlich genauso. Hier kommen dann einfach Blöcke rein. Super fein. So genau wie hier. Da kommen dann halbe drunter. So, zack. Gleiches Prinzip hier. Da kommt dann auch wieder ein halber drunter. Da kommen dann die drunter. Da kommt ein Cobblestone rein. Und so, was ist denn da los? Was ist hier passiert? Und da oben kommt der drunter. Optimal. Dann mache ich das gleich hinten noch. Ich gehe aber erst schlafen. Dann gehen wir auch direkt Tiere holen. Und zwar Schäfchen und Schweinchen. Dafür brauchen wir Karotten und Samen, ne? So war das. Oder wollten die Schafe auch Getreide? Ich glaube, die wollten die Samen. Ich weiß es nicht mehr genau, um ehrlich zu sein. Aber Karotten haben wir, glaube ich, hier. Ach nee, die hatte ich alle verfüttert. Aber ich kann das mal mitnehmen. Was wollten die? Karotten habe ich aber, glaube ich, oben noch, oder? Sonst müssen wir kurz welche ernten, wäre auch nicht schlimm. Karotten. Und Weizenkörner. Eins von denen war es auf jeden Fall bei den Schafen. Zack. So, dann gucken wir mal, womit wir anfangen. Du bist hier nicht erwünscht, denn du bist groß und eklig. Ih, die ist über meinen Kopf gekrabbelt. So, also unsere Eisenfarm, das hat sich wirklich gelohnt, sich die Mühe zu machen, würde ich sagen. So, machen wir das hier gerade noch fertig. Dann ist das auch erledigt. Dann ist unser Stall erstmal fertig. Na, hallo. Ach, Mist. Ja, gut. Dann eben so. Und oben Block rein. Wunderbar. Super. Dann ist der Stall fertig. Ich bin echt, da mit dem Stall bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Unsere Eisenfarm, unsere drei Ställe. Ja, doch, finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Klar, ist alles sehr nah beim Haus, das hätte man auch weiter weg machen können, aber es war eigentlich okay. Haben wir halt rund ums Haus all unsere Sachen. Dann muss ich jetzt mal gucken, was genau wer wollte und wo ihr überhaupt seid. Oh, das ist so ein Esel. Schweine waren hier auf jeden Fall auch, aber auch mal in die Richtung. Guck mal, das ist ein Schwein. Schwein interessiert sich für die Karotte, ne? Ja, okay. Dann komm mal mit.
Ja, komm mal mit. Wo packe ich das Schwein hin? Packe ich das ganz nach außen oder packe ich es hinten? Ja, ich packe es, glaube ich, ganz nach außen. Ah, hier gibt es einen Schleichweg. Das ist so süß, das Schwein. Nee, komm, Schwein, du kommst in die Mitte hier. So, zur Belohnung kriegst du eins. Ich hol dir noch einen Freund. Ihr könnt euch schon... Ja, okay, das ist ein bisschen Inzest-mäßig jetzt hier, aber... Könnt euch schon mal vermehren, wollte ich sagen. Und dann schauen wir mal, dass wir noch ein Schweinchen hier finden. Da ist eins, perfekt. Hey Schwein. Guck mal, was ich hier Schönes für dich hab. Eine Karotte und gleich auch ein liebes Frauchen oder ein Männchen. Ich weiß ja nicht, wie du orientiert bist. Komm mit, wir gehen wieder den Schleichweg. Ah, hier wächst und gedeiht alles so schön. Herrlich. Komm mit. Ja, fein bist du, ein ganz feiner. Ah, ein neues Baby. So, dann könnt ihr euch auch direkt mal vermehren. Ja, das interessiert euch natürlich wieder. Das Problem ist... Vielleicht kann ich ja gar nichts mehr geben. So, hier ist auf, ja. Okay. Dann gucke ich mal, was es mit den Schafen war. Waren das echt Samen? Für irgendwas brauchte man noch die Samen. Da ist ein Schaf. Da sehe ich dich, Schaf. Und du siehst mich auch. Interessieren dich die Samen? Nö. Dich interessiert auch das Weizen, ne? Ja, okay, dann komm mal mit. Dann komm mal mit. Ja. Hier lang bitte. Was macht dieser eine Block hier? Der kommt weg. Komm mit. Ich zeig auch dir den Schleichweg. Hallo. Hallo. Hä? Wollte gerade sagen, Digga, auf einmal keinen Bock mehr oder was? Komm mit in dein neues Zuhause. Meint ihr in echt, ist das auch so einfach? Hier hast du ein bisschen Getreide, komm mal mit. Komm mal, lauf mir mal hinterher. Ich lock dich in eine Falle. Naja, ich lock... Das Schaf wird nicht in die Falle gelockt. Weil das Schaf wird nur... wie sagt man? Ja, von seiner Wolle befreit. Weil die anderen Tiere, die sind leider... Ja, wie soll ich sagen? Ja, die werden irgendwann leider dran glauben müssen. So, mal gucken, ob wir in die Richtung noch ein Schaf finden. Jetzt erstmal nochmal ein bisschen Eisen hier raus. Nö, ich glaube, ich muss in die Richtung gehen. Aber ist ja nicht schlimm. So. Ein Schäfchen wäre noch nett. Ein Schäfchen, da ist es ja schon. Komm mit. Wow, da wäre ja auch eine Kuh gewesen. Na komm, da müssen wir einmal hier auslangen. Auch nicht weiter schlimm. Hier, hallo. Okay, die Kuh interessiert das nicht, sonst hätte ich die auch gerade noch mitgenommen. Komm, hier lang, hier lang. Okay. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Kommen Sie mit. Vor allem zwei weiße Schafe. So, komm, Junge. Komm her. Komm mit rein. So, dann könnt ihr euch auch direkt mal vermehren. Ich fress mir was rein. Joa. Dann ernte ich gerade nochmal alle Felder einfach, weil es gerade geht. Und baue neu an. So. Zack, zack, zack. Hier haben wir mal die Samen. Und einmal Karottis.
So, dann mache ich hier wieder zu. Die Bäume lasse ich, weil die Beeren brauche ich eh für nix und jetzt keinen Bock, die zu ernten. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal eine kleine Aufnahmepause. Bin schon wieder bei 2,5 Stunden. Und Birkenholzzaun. Damit könnte man eventuell hier mal den Spaß zu Ende bauen. So. Okay, so muss das passen. Kann ich jetzt echt nicht mitnehmen wegen dem einen Knochen, okay. So, das sind... Das ist das Tor, das würde hier hinkommen, perfekt. Dann kann ich den Knochen auch wieder mitnehmen. Hier würde das Tor wegkommen und dafür... der Holzzaun hin. Ah, guck mal, der ist dann von alleine so. Okay, jetzt liegt da der Knochen. Ja, passiert. Hier würde aber noch ein Tor hinkommen. Und dann können wir den Knochen wieder mitnehmen. Zack. So, wunderbar. Dann ist das hier alles connected, ja. Perfekt. Da müsste noch eins hin und hier müsste noch eins hin, okay. Wobei hier würde ich keins hin machen, nur hinten. So, dann können wir den ganzen Spaß hier auch noch ernten. Ich glaube, ich habe die hier drüben einen größer gemacht als auf der anderen Seite. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5. Na, eigentlich nicht. So, Kartoffeln her. Nee, nicht essen, Junge. Können wir direkt wieder anpflanzen. Mhm. So, gleiches Prinzip hier. Mal kurz die Stöcke wegwerfen. Dass wir die Felder kurz wieder fresh machen können. So. Und dann brauchen wir ein bisschen Platz im Inventar. Also würde ich kurz die Sachen hier noch reinlegen. Da ist wieder sehr wenig Platz überall. So, muss dann wieder sortieren. Dann holen wir schnell noch die Sachen hier. Dass die nicht hier einfach rumliegen. So, habe ich alles zugemacht? Ja, ich habe alles zugemacht. Bei euch ist auch alles zu. Hier ist auch alles zu. Du kommst mit rein. Hat die zwei verschiedenfarbige Augen, ja, ne? Wenn hier die Monster kommen, dann musst du ja nicht unbedingt draußen sitzen. Kannst hier zu deinen Freunden kommen. Hallo? Katze? Katze? Wo ist sie denn jetzt? Ist wohl draußen geblieben. Na gut. Ah, ne, da ist sie. Ja, die sitzt bei mir im Bett. Oh, die legt sich sogar auch schlafen und schnurren. Oh, das ist ja süß. Was habe ich gekriegt? Hasenpfote. Ah, die hat mir eine Hasenpfote gebracht. Herzlichen Dank. Ja, du bist eine Feine. Du hast mir eine Pfote gebracht. Ich bin dir sehr dankbar. So, Essen haben wir auch wieder. Was hast du mir bisher gebracht? Nichts. Na gut, die konnten mir auch nichts bringen. Die saß ja bisher nur draußen. Ah ja, dann komm halt mit raus, wenn du unbedingt willst. So, kann ich euch denn schon wieder füttern? Yes, kann ich. So, ihr seid auch wieder dran. Ja, du musst leider noch ein bisschen warten. So, ja, ihr seid auch dran. Aber leider auch nur 2 von euch. So, du bleibst jetzt mal hier sitzen und passt auf die Tiere auf. Oh, ja, komm, dann mach ich jetzt noch die 10 Minuten voll. Dann habe ich noch die Folge zu Ende. Gehen wir nochmal Eisen holen.
Und hier müssen wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen abarbeiten, abtragen. Jetzt haben wir schon mal die zwei, dass das ja, dass wieder ein bisschen größer wird. Ein bisschen mehr Platz entsteht. So, dann gucken wir mal, ob es hier noch was zu holen gibt. 12 Eisen, oh, sehr nice. Ja, um den Wald kümmern wir uns dann bald mal. Okay. Das ist doch eigentlich echt nice. Theoretisch könnte man der noch Beine geben. Ah, egal, ich lasse die einfach so. Ist okay, ist unsere Eisenfarm. Wie sieht so aus? Wie machen wir das denn dann mal jetzt? Trage ich hier noch ein bisschen ab. Dass meine Schaufel kaputt geht. Dann ist es schon mal erledigt. So. Hier noch zwei rein. Dann ist das Ding, glaube ich, gleich eh kaputt. So, vielleicht schaffen wir das gerade noch. Ah, wobei, ich glaube, die geht voll kaputt. Oder mit ganz viel Glück schaffen wir es noch. Ah, ganz knappes Ding. Okay. Dann ballern wir den Mist hier auch mal raus. Braucht auch kein Mensch. So. Dann haben wir da Erde rein. Okay. Ja, ich muss heute noch Red Dead Redemption aufnehmen. Und Requisitenjagd. Jetzt habe ich auch schon wieder 2,5 Stunden Minecraft aufgenommen. Ah, wunderbar. Einfach nur wunderbar. Aber Minecraft macht mir momentan so einen Spaß, deswegen spiele ich das die ganze Zeit. Was man hier mal noch machen könnte. Jetzt habe ich keine Schaufel mehr, aber ich kann mir schnell eine bauen. Wäre eben... Da ist echt kein Platz mehr für, kommt den Mist bei nicht. Ich will das alles mal kurz hier rein. Huch. Hä? Ich dachte gerade, ich hätte mir noch eine Spitzhacke gebaut, aber nein. Okay. Was man mal eben noch machen kann, wäre das hier komplett mit Stein auskleiden. Das würde, glaube ich, noch ein bisschen besser aussehen. Aber eigentlich bräuchten wir es nur so. Jetzt habe ich es halt so gemacht, ne? Ja, komm, ganz ehrlich, dann kommt hier wieder Erde hin, ist auch okay. So. Mist. Mist. So, sieht da einfach ein bisschen schöner aus, wenn das doch vier Beine hat. Glaube ich. Kann ich denn hier überhaupt Beine hinbauen, weil... Nee, ne? Das geht gar nicht. Na gut, ich könnte die wegmachen. Ist ja eigentlich kein Problem. Ich hab das doch auch aus. Ey, sorry, ich bin gerade ein bisschen paranoid. Aus, ja. So, dann kommt der Spaß hier weg. Und dann machen wir da vier Beine draus. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus einfach. Der Ordnung halber. So, und aua. Okay, und dann machen wir hier auch noch ein Bein hin. So, nochmal aua. Unsere Rüstung muss eh kaputt gehen. Und dann machen wir einfach noch einen mehr. Jeweils. Ne, zwei. Dann ist es ordentlich. So. Und
Ah, hier muss auch noch einer. So. Ja, sagen wir nicht, ah, da, ich habe noch ein bisschen Cobblestone, gut. Dann passt das ja gerade noch, wobei innen muss ja auch noch...